Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Und das da ist der Virusinu. Der Virusinu? Ein Mann aus dem fernen Alaska, der sich hier gerade pudelwohl fühlt, denn hier schneit's und die Autos sind verschneit. Herzlich willkommen zurück zu Sötte Fischen. Wir gehen wieder fischen mit der Virusinus. Okay. Kennst du die Virusinus? Virusinu. Genau. Wir sind also hier die Virusinus und wir gehen jetzt am Horst seiner Wohnung gehen wir jetzt. Amherst, Alter, Amherst. Für diejenigen unter euch, wir haben es ja am Anfang mal angerissen. Obwohl, ich frage erst mal dich, weil du bist ja immer so ein Anti-Lore-Nazi. Wer ist denn Amherst? Amherst, also wenn ich mich jetzt ganz, 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 ganz in den hintersten Untiefen ich glaube, wir sind schon wieder in Attack hier, nee, passt. In die hintersten Windungen meines Hirns verziehe, glaube ich zu wissen, dass Amherst, also hier Horst, ist der, glaube ich, der den Virus entwickelt hat. Der quasi aus Pockenvirus noch ein paar andere Viren oben drauf gepackt hat, die gekreuzt hat und daraus das schlimmste Virus der Welt gemacht hat, weshalb wir uns in dieser Situation befinden, in der wir uns befinden. Bin ich da richtig? Jo, und wir schießen jetzt in seiner Wohnung alles tot. So machen Yay! Wir das. Voll rein ins Getümmel, Kinder. Darf ich schnibbern? Dann, 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 dann. Ja, wenn da noch was für mich übrig bleibt. Juhu! Hat er sich nämlich letztens immer beschwert. Immer wenn du schnipperst, hab ich nichts mehr zu tun. Ist ja auch, es ist gesagt. Eine komplizierte Geschichte, Kinder. Hast du gesagt, Chor, bleib locker. Es geht doch hier darum, dass man gewinnt. Und da kann man nicht immer nur so selbstsüchtig sein und alles selbst abschießen wollen. So. Warum laberst du hier vor den Story-Funkspruch, Junge? Voll durch und dennoch noch in Ossis. In Ossis. Ossis. Lenkwitsch. Ein Lenkwitsch. Ich hab Hunger auf ein Sandwich. Ja, machst du hier noch was? Guck mal, Feuerwerk, nur für die Zuschauer. Und? Juhu! Yay! Da hinten ist noch einer. Ja. So, ich glaube, das ist es gewesen hier am Anfang, ne? Ja, entschuldige bitte übrigens, aber ich habe diesen Funkspruch bei mir ja, nicht bekommen. Das ist sehr traurig. Dieses Spiel spart dich bereits in seiner Informationspolitik aus, weil es merkt, dass du nur kaputt machen kannst. Voll das Mobbing-Spiel. Achtung, Achtung, pst, so. Vorsichtig. Vorsichtig. Hello? Hey, da hinten haben wir dich rumgemacht, sofort raus hier. Sofort raus hier. Die haben noch nicht alles. Er hat sich weggebeamt. Gott sei Dank. Pst. Ich würde gerne mal mit einem dieser Cleaners reden, teils um rauszufinden, wie sie ticken und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Ich habe da ihn angeschossen, sorry. Echo. Au! Bleibst du noch in der Brandgranate stehen, du? Du flippig, ich hab das nicht gesehen, ich hab geschnibbert. Ja, du siehst immer nichts. Sieht man sowas nicht, entschuldige bitte. Aber hier kann ich ja. Ah, halt. Bestand. Hoffen. Hoffen. Oh, Feuerwerk. Ne? Guck ich für euch an, guck ich für euch an. Kannst du dich um den Sniper hinten oben kümmern? Hinten oben? Siehst du? Rumleuchten. Ah, fuck. Die Sau. Ja, jetzt hat er mich gerade getroffen, aber ich schlage zurück. Das Imperium schlägt zurück. Hast du schon den neuen Star Wars? Den hast du ja, selbstverständlich im Kino, ne? Kino, hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Aber ich bin halt nicht so ein krasser Nerd-Fanboy wie die Star Wars Nerd-Fanboys, die halt den Film aus Nerd-Gründen total niederbashen. Die bashen den nieder? Warum bashen die nieder? Also ich hab Star Wars, also selbsternannte Star Wars-Experten. Oh, Hallöchen, Gegner! Ich bin da mal weg. Fettmops. Bin da mal weg. Oh, der ist tot. Extrem. Wieso kann man denn nicht durch das Fenster? Also ich glaub's. Also wirklich Leute, die sich Star Wars Experten auch nennen, die gesagt haben, sie haben alte Star Wars Filme im Kino auch verkleidet, als in richtiger Garb geguckt. Die da rausgehen, haben gesagt, sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der direkte Weg nach Nord. Sie müssen einen anderen Weg finden. Und irgendwie war es ja nur der vierte Teil, aber nochmal neu. Es ist, glaube ich, genauso wie dieses Thema, du entwickelst hier ein Spiel für zig Millionen Euro und am Ende sagen alle, scheiße. Ja, genau, hat Gronkh ja letztes Mal angesprochen, ne? Dieses vorschnelle, ja schön, dass er mir das da serviert, aber es gefällt mir nicht. Weißt du, also dass man überhaupt nichts gar nichts mehr würdigt. Also ich meine ja jetzt auch, dass ich in Sachen Filme relativ viel verstehe und Ahnung habe und so weiter. Und Star Wars Episode 7 ist, also absolut kein schlechter Film, ja? Ist ein super Film. Also, so würde ich es genauso sagen. Also, ein schlechter Film ist es definitiv nicht. Das ist korrekt.
Aber so wie Avatar beispielsweise, so eine richtige Bombe, eine richtige Granate, ist es gestandenerweise auch nicht. Aber er unterhält, definitiv. Ja, und da sieht man gleich, wie Geschmäcker in Filmen halt voll auseinandergehen, weil Avatar ist für mich absolut keine Bombe. Nee? Ich finde, Avatar ist ein mega. Ganz, ganz schlimmer Film. Also total seinem Regisseur entsprechend, ne? James Cameron. Magst du ihn? Nee. James Cameron war schon immer Experte darin, Geschichten, die auf den Bierdeckel passen, in 3,5 Stunden zu erzählen und das möglichst bildgewaltig und dann trotzdem Erfolg damit zu haben. Und das mag ich irgendwie nicht so. Ich mag das. Da hatte Titanic schon keinen Inhalt und Avatar hatte meiner Meinung nach auch keinen Inhalt. Und wer sich mal schlau macht, weiß, dass James Cameron die Idee zu Avatar sogar von jemand anderem geklaut hat. Ich fand ihn einfach. Natürlich war er bildgewaltig. Die Effekte und dass das alles 3D war und so weiter, tun wir mal nichts weg. Ja, aber die Story des Films war für mich jetzt keine Bombe. Also da bin ich dann schon eher auf Seiten von Inception, wo ich sage, das ist eine Bombe. Da steckt richtig was dahinter zum Überlegen, zum Nachdenken, zum Interpretieren und so weiter und so fort. Aber Avatar, so dieses, wir holen uns einen anderen Planeten jetzt gucken wir mal, dass wir dich da einschleusen und jetzt verlieben sie sich plötzlich und dann will der Mensch doch nicht, dass sie abholzen. Ich meine, das hat man eigentlich bei Tarzan schon mal, wenn er mal... Aber jetzt mal ohne Witz, wir hatten gerade das Thema, die Spiele, die sie entwickeln und zu viel hier verlangen. Ich finde doch eigentlich... Es muss Hinweise dafür geben. Moment. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Genau, da sagt es nochmal, Amherst muss irgendwo Beweise haben, was er getan hat. Sprich Aufzeichnungen, aus denen sie dann quasi Schlussfolgerungen ziehen wollen, wie sie das quasi Virus dagegen entstanden ist und wie man es heilen kann. Ne? Genau, aber Thema Film jetzt nochmal, für mich muss ein Film unterhalten. Ja. Ein Film ist für mich dann gut, wenn er mich richtig fesselt, wenn er mich unterhält. Ja. Und da muss er nicht irgendwie die mega komplizierte Story haben. Ich finde, dass Avatar auf seine Art echt unterhaltsam ist. Siehste, und genau das fand ich halt nicht, ne? Da sind dann die Ansprüche da. Also es muss nicht immer eine Story sein, die, wo ich sage, um Gottes Willen, genial und überraschende Wendung. So muss es ja nicht sein. Aber, mein Gott, warum kann das Spiel nicht die Fresse halten, wenn wir uns über Filme unterhalten wollen? Weiß nicht, böses Spiel. Arschlochspiel. Wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit, dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. So, jetzt bleiben wir am besten mal hier stehen, dass wir das Gespräch fertig sprechen dürfen. Also es muss nicht immer die Story sein mit der krassen Wendung und dem total genialen Hintergrund. Da hast du schon recht. Ein Film kann auch mal nur unterhalten. Siehe zum Beispiel die Avengers. Das ist jetzt auch nicht unbedingt große Filmkunst, was die Story angeht. Und es ist auch ein Comic-Vorlage und so weiter. Aber der Film an sich ist ultra unterhaltsam. Und ich fand Avatar nicht ultra unterhaltsam. Klar, es ist toll, wenn der auf diesen Planeten kommt und da schwebt und fliegt alles und es sieht super aus und dann diese Rasse und die Viecher da drauf. Aber ab da hatte der Film null Tiefgang. Es ging bloß darum, wie er sich langsam daran gewöhnt und dann verliebt er sich in die eine Frau oder kann man sie Frau nennen, keine Ahnung. Und dann sagt er, nein, wir dürfen den Planeten doch nicht bevölkern. Stellt euch mal vor, jemand will unseren Planeten bevölkern. Und dann kämpfen sie gegen die bösen Maschinen, die den Planeten abholzen wollen. Ja, nee, fand ich. Das ist kitschig, keine Frage. Ich fand's halt dann auch langatmig, weißt du? Das ist das, was mich bei James Cameron immer so stört. Er ist so langatmig. Titanic, Mann. Der Film dauert 7 Stunden. Und man muss 6 davon drauf warten, dass das scheiß Schiff sinkt. Vorher kommt nur Jack und Alice oder wie auch immer sie heißen, tanzen, gucken sich traurig an, gucken sich glücklich an, können sie nicht haben, weil sie einen reichen Freund hat. Und dann haben sie sich doch und dann geht's den Bach runter. Und dann wird's packend. Aber vorher ist es einfach nur so ein Warten, so, oh komm, jetzt kommt halt mal, mach bitte, hallo, Schiff sinken, bitte. Verstehst du? Nee. Verstehe schon, klar, keine Frage. Aber ich finde es auch gerade geil, sich bei Avatar beispielsweise in dieser Welt quasi, wie das letztendlich aussieht, so ein bisschen das Explorer-Gehen etc., was die sich da ausgedacht haben, also das feiere ich sehr an diesem Film. Und das haben sie halt zu wenig gemacht, meiner Ansicht nach. Das reicht, Moment. Sag's jetzt mal was, ich habe extra aufgehört zu. Ich hoffe, Sie haben, was wir suchen. Es hat höchste Priorität, also schicke ich Ihnen einen Helikopter. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Ach, guck mal, hier ist also, da hat er seinen Wahnsinn ausgebrütet an dieser Wand, an dieser Megatafel. Tatsächlich, ne, diese Genies, die riesige Tafeln in ihren Wohnungen haben und irgendwelche komischen Formeln dran kritzeln und dann stirbt die ganze Menschheit. Voll das Klischee. Ach ja. Nee, haben sie halt meiner Meinung nach nicht genügend getan, ja. Man hat halt so ein paar Sachen gesehen, am Anfang dieses Monster, was ihn da verfolgt, wo er sie das erste Mal einloggt sozusagen in die Matrix.
Aber dann hätten sie eine Trilogie draus gemacht, weißt du? Dass man richtig mal filmelang Zeit hat, die Welt kennenzulernen und dann läuft es im Grund, also in der Gesamthandlung, so wie Herr der Ringe auf den Ringkrieg hinausläuft, so hätte Avatar in der Trilogie dann darauf rauslaufen können, dass er merkt, hey komm, wir können doch nicht einfach die ihren Planeten zu unserer neuen Erde machen und dann gibt es am Schluss den Mega-Fight und so wäre das gut gewesen. Aber das ist so wenig Handlung in so einen langgezogenen Film gestopft. Ich könnte ausrasten, wenn ich da nur drüber nachdenke. Ich hasse Avatar, seit ich ihn einmal gesehen habe. Und ich finde es auch grauenvoll, dass sie jetzt mittlerweile fünf Sequels angekündigt haben. Wer hat danach gefragt? Wird er sich ja freuen, wenn sie jetzt gleich hier fünf schon angekündigt haben. Ich rede mich hier in Rage. Wir sollten nicht mehr über Avatar reden. Aber schön, dass dir der Film gefallen hat, jedem das seine ist. Es ist ja schön. Ja, ne? Sehe ich genauso. Also ich, wie gesagt, fand den gut, aber... jedem. Das sei eine. Lieber so. Mir nicht, dass du den gut fandst. Nee, ich, auch nö. Achso, ich will hier gerade mit einer Sniper. Aua! Alter. Unerhört. Das ist eigentlich mein Arm. Ich habe meinen Scan noch an. Juhu! Warum ich den nie einsetze, frage ich mich. Wahrscheinlich, weil kein Groovy dabei ist, der sagt, Scan! Ja, wir haben letztens mal gemeinsam, vielleicht habt ihr das ja auch schon so ein bisschen gesehen beim Zugucken. Obwohl ich weiß nicht, ob ihr visuell da gleich wisst, was los ist. Wir haben letztens gemeinsam mal das erste Mal zusammen Falcon Lost gespielt. Die Incursion. Wir haben gewonnen. Und wir haben gewonnen. Es ist jetzt nicht... Der Einsatz an sich ist nicht sonderlich kreativ, sagen wir mal so. Aber es war... Es hat einen einfach so 30 Minuten dazu gezwungen, sich ein bisschen zu konzentrieren. Und das war nice. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also Kreativität ist wirklich letztendlich bloß Horden-Geschichte, weil die aufeinander zudrennen und die du einfach bloß killst, haben sie sich ein bisschen ausgeruht. Eine Mega-Halle geschaffen und dann Hordensystem. Ja. Vielleicht wird es ja in der nächsten Incursion anders, die wird ja bereits angezeigt. Die ist dann tatsächlich mit einer kleinen Spitze ihrer Einsatzfläche im Central Park, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Da freue ich mich ja besonders drauf, dass da vielleicht ein bisschen neue Landmasse zu sehen ist. Also ist auf jeden Fall außerhalb der Map-Begrenzungen. Okay, ich bleib mal hier unten, du bleibst da oben. Wir sind nämlich schon im abschließenden Gedöns. Genau, und ich würde vorschlagen, dass ich hier oben Sniper und mir dir die Sniper vom Hals halte und du machst unten den Rest. Okay, ich bin der Restmacher, alles klar. Genau, und vielleicht Insider-Achtung, es gibt dann wahrscheinlich auch massenhaft neben dieser Incursion an Glitches wieder, die man ausprobieren kann. Juhu! Yeah, Glitches. Hat Ubisoft nicht so gut unter Kontrolle. Scheinbar. Nicht wirklich. Okay, bam. Geht's los. What? Holy crap. Wo seid ihr? Sniper. Where are you? There you come. Nee, ist nur normaler. Guck mal hier unten. Brauchst du Hilfe? Ja, einfach mal so, damit es schneller geht. Wir müssen ja einmal clearen. Ja, du bist ja auch dann der den Hubschrauber nimmt, ne? Ja, ich muss. Das ist eine lustige Info. Hier kommt jetzt gleich ein Hubschrauber. Wir sollen halt das kontaminierte Zeug von ihm rausholen lassen. Und das haben wir beim ersten Mal, als wir den Einsatz gespielt haben, zu viert, glaube ich, auch in der Gruppe, ne? Nicht begriffen. Ja? Und hier kamen dann Gegnerwelle nach Gegnerwelle nach Gegnerwelle und irgendwann hatten wir schon alle keinen Bock mehr, weil wir fix und fertig waren von Gegnerwellen. Und dann sind wir auch noch gestorben. Das war das Lustige. Und dann haben wir es nochmal versucht. Das hat 2 Minuten gedauert. War sehr, sehr unterhaltsam. Aber so lernt man. That's how we learn. Sniper. Ich habe gerade einen 3900er Grid gemacht. Das ist übrigens der Heli. Dein Job. Ist schon da. Das ging ja in der Tat schnell. In der Tat? Ich muss nur diese rote Linie nach unten ziehen. Und es ist bewiesen, dass ihr Haar nachwächst. Der Running Gag von Alpecin. Ja, das ist, glaube ich. Soll ich vielleicht mal versuchen, zu dir hochzukommen? Ich versuche jetzt mal zu dir hochzukommen. Ich gehe dann schon mal raus aufs Dach. Hast du den jetzt schon abgeliefert? Ja, klar. Alles schon raus. Sehr gut. Das heißt also, die Unterlagen sind quasi von Amherst jetzt in unserem Helikopter, der jetzt gleich abgeschossen ist. Nein, nicht. Aber die Daten sind jetzt im Prinzip sicher und wir können jetzt da einen ganz sicheren, zumindest erstmal eine Analyse der Daten vornehmen. Ne? Genau. Ist ja nicht so, ach, da ist ja noch ein Schnipper. Drecksack, du. Aber das wird jetzt schon langsam der Boss sein, oder? Ach, das ist der Boss, das ist Rogan. Ich will auch mit Bossen. Zeig dich. Bosse. The Boss Hoss. Zeig dich. Oh, Rogan. I can see you. Seth Rogan. Das ist ein Schauspieler. Oh, das ist eine Geschichte. Das war's schon. Ja, du bist ein bisschen spät gekommen. Ja, ich habe ihn auch noch mal getroffen. Alles okay. So,
Ich liebe ja meine Sniper, die hat immer so 17 Schuss drin, da kann man so richtig mit der Pistole, weißt du? So. Am Horst seine Wohnung ist abgeschlossen. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wäre es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Jetzt kann nämlich unser Gesundheitsflügel anfangen, in unserer zugehörigen Abteilung diesen Virus zu untersuchen, um vielleicht einer Lösung näher zu kommen, wie wir ihn denn heilen. Ob das jemals passieren wird, Sting? Das siehst du dann, wenn das Licht angeht. Ach nee, das war was anderes. Das war 1, 2 oder 3. Was übrigens in den Bavaria Filmstudios produziert wurde, schon immer. Und da war ich letztens, Alter. Ui, ist das der Hammer? Ich war da. Und was hast du da erlebt? Da hab ich gesehen, wo Sturm der Liebe gedreht wird. Was ist ein Sturm der Liebe? Willst du mich vereiern? Nee. Sturm der Liebe ist quasi hier im Bayern. Ach naja, gut, hier in Bayern. Ey, hier sitzt ein kleiner Hund, ein Stofftierhund. Komm mal her. Komm mal her. Ganz schnell. Ist so eine Soap-Opera, so wie GZSZ. Von so einem tollen Landhotel und Liebe und Verrat. Und hier, siehst du? Hier. Den auf Kopf gemacht. Schön. Ey. Von mir eine Kugel zwischen die Augen bekommen. Und hier ist auch ein Dreirad. Ich glaube, hier war mal ein Spielplatz. Von Amherst. Ich glaube nicht, dass... Was? Amherst hat die Kinder? Rum, bum, bum, bum. Ich sehe gerade... Ich finde ja diese Grillze, wa? Die finde ich ja so mega in den USA. Diese American Gasgrills. Oh, die sind heavy. Er hat doch mal ein Amerikaner tatsächlich auf so einem Grill was gegrillt und es schmeckt einfach. Es schmeckt. Ich möchte mich darin einlegen. Ich wollte jetzt nicht den Spruch mit dem Hintern bringen. Nein, der ist nicht jugendfrei. Ja, ich Das lassen wir. Tja, dann haben wir die Mission ja hier tatsächlich irgendwie so ein bisschen geschafft, ne? That's it. Ich frage mich gerade, warum hier alles eigentlich, wird ja auch nicht erzählt jetzt in der Story, warum hier alles so schon dermaßen im Arsch ist, weil es sieht ja so aus in Amhersts Wohnung, dass die schon im Vergleich zu dem Rest hier, ich sehe es nirgendwo anders brennen, nur hier Amhersts Wohnung ist total demoliert. Die Frage ist, frage ich mich jetzt gerade, also fällt mir jetzt wirklich ad hoc auf, was ist hier passiert? Warum sieht das Haus so aus, wie es aussieht? Tja, ist eine gute Frage. Also dadurch, dass ja hier so viele Cleaners waren, gehe ich mal davon aus, die haben das Ding versucht einfach abzubrennen und zu sprengen. Aufgrund dessen, dass sie ja denken, der Virus muss ausgelöscht werden, dann sollen nicht noch irgendwelche Daten untersucht werden. Das kann natürlich sein, dass die die wollen ja, also die gehen ja eigentlich von einem Guten aus. Also in deren Hirn ist es ja so, dass die Cleaners denken, das, was die tun, ist richtig und es ist gut. Ja. Das heißt, die wollen ja eigentlich auch die Welt von dem Virus befreien. Und vielleicht wollten die auch hier den Virus suchen. Das kann gut Vielleicht sein. Vielleicht hatten die die gleiche Idee. Und dann haben sie ein bisschen mit ihren komischen Gasflaschen rumexperimentiert und alles ist ihnen um die Ohren geflogen. Mhm. Oder das ist vielleicht schon ein kleiner Einfluss, so ein Schritt weiter quasi. Jetzt sind wir schon so weit, wir sind hier die Dominandos, dass sie quasi schon einen Tick bekommen haben und sagen, ich will jetzt hier Dominando bleiben und die Welt soll so, wie sie ist, so zerrüttet soll sie bleiben. Und deswegen vernichte ich die letzten möglichen Überbleibsel von XY des Virus. So, jetzt drehst du dich mal um. Da, wo ich hinziele, neben dem Haus da oben ist ein Hubschrauber. Siehst du den? Hubschrauber? Oder ist der bei dir nicht da? Doch, der steht da. Ist der krass, oder wie? Das ist ja... Jetzt kommt er gleich. Schön. Secret Boss. Nur für Item Level 300 geeignet. Warum steht der da? Ich habe keine Ahnung. Oder ist das vielleicht ist das der Hubschrauber, der die ganze Zeit denn da steht und dann irgendwie uns hier die Sache rausträgt? Nee, ich glaube, ja, entweder das, dass der weggeflogen ist und ist nicht despawned, oder wenn wir uns einfach mal genau umgucken, wo wir hier gerade sind, könnte das der Hubschrauber sein, der einen hier einfliegt, wenn man aus Brooklyn kommt? Dass der einfach da oben ist und für die Cutscene sich quasi in Bewegung setzt? Dafür sind wir viel zu weit oben. Guck mal, du kommst, wenn du... Die Intro-Sequenz, da hast du ja auf der rechten Seite, wenn du rausguckst, vom, also in Flugrichtung rechts, das Camp. Und dann fliegt da so ein Schwenk, macht der nach unten quasi. Du bist unterhalb, also südlich des Camps fliegst du rein. Und wir sind ja hier weit, weit, weit aus nördlicher des Camps. Also wesentlich nördlicher. Ich verstehe dich. Also erzähl doch mal was Schönes zum Abschluss des Parts. Hashtag für heute. Ja. Movie gesammelt. Nein. Hashtag nicht? Avatar ist gut oder Hashtag Avatar ist scheiße. Okay. Damit ihr uns als Team entzweien könnt. Warum hast denn du eine Ledermütze? Ah nee, doch nicht. Die glänzt einfach schön, weil die schön glänzt. Hallo? Was speckig ist das ja. Die habe ich schon lange nicht mehr gewaschen. Der Speck der Haare, aber der geht nee, schon deine, durch. Deine Mütze ist auch gerade speckig. Ich glaube, es liegt daran, dass wir ja gerade noch vollgeschneit wurden und der schmilzt jetzt. Und dann sollte es halt nass sein.
Ach, deine so, Mütze ist auch speckig. Kein Speck. Und deine Hüften sind sehr speckig. Das sowieso, ja. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Mein Lieblingsspruch, ich muss den mir unbedingt abgewöhnen. Ich glaube, ich bräuchte irgendwie so einen Buzzer. Ein Buzzer, den ich dann drücke. Genau, damit ich Elektroschock. Lange Rede, kurzer Ach ja. Aber das würde thematisch sogar passen. Lange Rede und kurzer Was ist denn jetzt der kurze Sinn? Verdammt nochmal. Dass wir jetzt hier mal Schluss machen. Wir machen jetzt hier Schluss. Das ist, glaube ich, über der Zeit schon längst. Ja, würde ich auch sagen. Also, liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, schaltet wieder ein zu The Division. Hashtag Avatar ist gut oder Hashtag Avatar ist schlecht. Und was machen wir beim nächsten Mal eigentlich? Oder verraten wir das noch nicht? Genau. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und... Bis dann.